Soll er das vertraute für möglichen Reichtum aufgeben?
nicht zufrieden mit seiner Existenz. Santiago ist mutig genug, seinem Traum zu folgen. Er begibt sich auf eine Reise, die ihn nicht nur von den Zug sind. Tangi, glaube ich, spricht man das aus, über Palmen und Asen bis nach Ägypten führt. Er findet in der Stille der Wüste auch zu sich selbst und das Leben für Schätze bereithält, die nicht mit Gold aufzuwiegen sind. Und er erfährt die Liebe in ihrer schönsten Form. Ein Buch voll orientalischer Weisheit, das Mut macht, den eigenen Lebenstraum Wirklichkeit werden zu lassen. 9,90 € zumindest vor vielen Jahren. Schönes Notizbüchlein von Coppenrath. Das gehört zur feinen Papeterie. Das habe ich für mich als... Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mein Plan damit war, außer dass ich am Anfang erst einmal gute Vorsätze hineingeschrieben habe, was ich gerne in meinem Leben verbessern möchte oder
Beziehungsweise mehrere. Okay, hier haben wir unten abgerundete Seiten, aber nicht oben. Pilates, das Drei-Stufen-Programm.
Das muss ich vielleicht wirklich mal wieder entdecken, das Buch. Optimismus-Training. Laufen. Da habe ich irgendwas rausgeschnitten. Sicher, aber ich glaube, ein Tarot deckert 78 Karten. Und ich glaube, 22 Karten oder so waren die große Arkana. Das sind Karten, die große Lebensereignisse ankündigen oder aufzeigen. Die restlichen 56 Karten zeigen dann die nicht unbedingt unbedeutenden, aber ja eher alltäglichen Feinheiten. Hier haben sie es auch nochmal nach den Court Cards geordnet, also die Gerichte.
gesagt. Hier sieht man dann auch, dass die kleineren Arcana-Karten nicht mehr so viel Platz bekommen wie die großen. Die großen haben immer diese großen Bilder und die kleineren werden dann manchmal auf mehrere Seiten aufgeteilt. Und das Ganze ist auch nochmal sortiert. Nach den Symbolen, also wir haben ja die Kelche im Tarot, die Stäbe und die Schwerter
Ist von 2019 die zweite Auflage.
Kann man nicht so einfach erkennen. Aber
dieses Buch ist wirklich sein Geld wert, unfassbar schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das gekostet hat, habe ich mir nicht gemerkt, weil es wie gesagt in einer Trendbox war. Aber das war, glaube ich, natürlich nicht sehr günstig. Ich glaube auf jeden Fall über 20 Euro. Aber das ist mehr als nachvollziehbar. Das ist einfach eine Arbeit drin. Also Ressourcen. Hier werden wir gar nicht mehr so im Detail uns etwas ansehen, sondern es geht eher um die Papiergeräusche, die eine Zeitschrift, ein Magazin macht. Hier konzentrieren wir uns nur auf das Papier. Ich finde, die Zeitschrift ist wirklich sehr, sehr ansprechend gestaltet, einfach von den Visuals, wie man sagen würde, von dem Visuellen. Schön gemacht, irgendwie ästhetisch.
Gesamtausdruck, Druck und Stress.
Gesicht, gelbliche Verfärbungen, rote Verfärbungen, gräuliche Verfärbungen, weißliche Verfärbungen. Sehr, sehr spannend. Die gelblichen Verfärbungen zeigen den Fettstoffwechsel an, wenn da was nicht in Ordnung ist, zum Beispiel zu viel Fett. Die 2 ist der Eiweißstoffwechsel, die rosanen Verfärbungen, zumindest hier im Wangenbereich, denn wenn wir hier eine rötliche Verfärbung am Kinn haben, ist das eher das Knochenmark. Die Nummer 4, dieses weißliche, ist der Knochenstoffwechsel. Und das gräuliche ist der Kohlenhydratstoffwechsel. Sehr spannend. Und hier zeigen sie es auch nochmal von der Seite. Da wird das dann alles weiter noch beschrieben. Das geht sogar um die Spannung der Haut, also wie gespannt oder wie schlaff ist sie. Hier kommen wir jetzt zu den Gefäß- und Lympherkrankungen. Tränensäcke und so etwas auch. Schwellungen unter den Augen. Nasolabialfältchen. Und da haben wir dann die Blutgefäße an den verschiedenen Stellen wie Knie oder Oberschenkel oder Becken. Die Nummer 5 wären Blutgefäße, kleines Becken, also das hier. Was hier in dem Bereich, ich weiß nicht, was das Ganze, ob das auch eine Bedeutung hat, das Ganze, oder ob das unterteilt ist. Ja, sehr interessant. Das ist die Nummer 11, Blutgefäße der Dickdarmwand. Da unten die Nummer 10 ist die Dünndarmwand. Also das heißt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist bei den Gefäßen am jeweiligen Organ. Und hier haben wir dann alles mit dem Herzen in Verbindung stehende. Sehr, 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 sehr komplex. Unfassbar, dass Menschen sich das alles merken können, auswendig zu lernen. Was haben wir hier? Querschnitt durch die Labialfalte. Luft, also alles mit der Lunge hier. Das habe ich schon oft bei Menschen gesehen, diese Äderchen. Ich habe auch so ein paar kleine Äderchen an den Nasenflügeln. Das hat was mit der Luftröhre zu tun. Interessant. Das vegetative Nervensystem kommt jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Die Person sieht sehr gestresst aus, so wenn alles so grau wird. Das habe ich ja auch mit den dunklen Augenringen. Das haben ja viele Menschen. Die Nummer 1, das ist das vegetative Nervensystem, wenn das so gefärbt ist. Die Nummer 2. Wenn es hier sogar ein bisschen gräulich ist, dann ist das der Solarplexus, das Sonnengeflecht. Anstrengungsfalten ist hier an der Seite, diese feinen. Das sind nicht die Lachfalten, weil die Lachfalten, die gehen wahrscheinlich eher so. Aber das hier sind Anstrengungsfalten, die gerade so runtergehen. Die Nummer 4. Wenn sich genau dieser Bereich dunkel verfärbt, dann heißt das Stress. Einfach viel Stress. Parasympathikus. Aktivität.
weiß nicht, ob sie damit zeigen wollen, dass es eingefallen ist oder ob es eher nur gefärbt ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr wertvoll. Die Meridiane. Das finde ich immer sehr gut, weil manchmal hat man an bestimmten Stellen am Körper eine Rötung oder einen Pickel, eine Schwellung, was auch immer. Und da helfen die Meridiane, wenn man weiß, welcher Meridian langläuft, sehr, sehr gut. Oder
jedem Märchen immer einen Textteil, dem das Märchen eben erzählt wird. Zum Schluss dann zwei Seiten voller Bild. Und in dem Bild wird dann die ganze Geschichte erzählt. Diese Bilder so wunderschön. Ich weiß gar nicht recht, was für eine Malart das ist, ob das vielleicht Ölgemälde ist. Das ist dann natürlich Hänsel und Gretel, genau die armen Kinder, die weggeschickt. Sehr groß gewesen sein. Das ist, glaube ich, Schwesterchen oder Schwesterlein und Brüderlein, Brüderchen und Schwesterchen, ja. Wo sich der Bruder verwandelt. Das ist Aschenbottel, das erkennt man sofort an den Täubchen, finde ich. So schöne Farben, oh mein Gott, ist das schön. Die sieben Raben. Thank you.
Höschen. Tischlein deck dich, Gold, Esel und Knüppel aus dem Sack. Schneeweißchen und Rosenrot, ich glaube, das ist die letzte. Schneeweißchen und Rosenrot. Da wird auch ein paar durchgeschnitten. Ein süßer Bär. Das sieht nicht mehr so süß aus. Ja, das war's. Kostet 20 Euro. Wunderschön.
welches Buch dich vielleicht besonders interessiert oder inspiriert hat. Du dir vielleicht das ein oder andere auch selbst besorgen möchtest. Ich verabschiede mich nun. Und wünsche dir alles, alles Liebe. Und sage, bye.